Das alles hat einen Grund. Den Grund hat Philipp Amthor vorhin genannt. Der Grund hat einen Namen. Claudia Roth. Claudia Roth ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und Staatsministerin, um das nochmal so zusammenzufassen. Sie ist Chefin der Behörde BKM und zuständig für die Verteilung von 96er-Mitteln. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, als sie 1990 mit einem Riesentransparent mit Jutta von Ditfurth und anderen demonstriert hat in Berlin. Demonstrieren ist Meinungsfreiheit, da kann keiner was gegen sagen. Sie hat demonstriert mit dem Slogan "Nie wieder Deutschland". Und das, liebe Ostpreußen, setzt sie konsequent um. Man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht geradlinig ist und dass sie Zickzack fährt. Nein, sie hat das angekündigt und sie setzt es um. Das ist so. Und wenn der übrige demokratische, politische Verfassungsbogen das geschehen lässt, ist er selber schuld. Das muss man deutlich sagen. Jetzt wiederhole ich nochmal, Philipp Amthor hat schon länger gesagt, also dieses Rahmenkonzept Erinnerungskultur ist skandalös. Ich sage es mal genau, es hat insgesamt 43 Seiten, woran sich Deutschland erinnern soll. 43 Seiten, 10 Teile da drin sind für die Vertriebenen und das historische Ostdeutschland. Neue Schwerpunkte sind Nationalsozialismus, deutscher Kolonialismus und Erinnerungskultur in Einwanderungsgesellschaften. Gesagt. Und das Oldenburger Institut, was heute noch nicht gesagt worden ist, da sage ich nochmal was Neues für heute jedenfalls, ist das Institut, in das unsere Kulturreferenten der Landsmannschaften eingezogen worden sind. Die großen Landsmannschaften hatten alle aus 96er-Mitteln finanzierte Kulturreferenten bis ungefähr 2000, bis zur Regierung Schröder. Und dann wurden die professionalisiert und mussten alle in dieses Oldenburger Institut, das Institut für die Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Und jetzt werden die Deutschen gestrichen und unsere Kulturreferenten sollen offensichtlich dann etwas völlig anderes machen. Der FAZ-Kommentator Reinhard Müller schrieb dazu, und besser kann ich es nicht sagen, das ist die Auslöschung der eigenen Kultur. Wir wissen also, wer was tut, und es ist an der Zeit, diesen Spuk zu beenden. Wir werden die Rechte und die Stellung der Ostpreußen zu bewahren wissen, und ich hoffe, dass auch die Ehrengäste, die jetzt schon gehen müssen, uns weiterhin dabei unterstützen, und danke für die bisher angeliehene Unterstützung. Meine Damen und Herren, liebe Ostpreußen, geben wir den Menschen, geben wir Deutschland und Europa heute ein Zeichen, dass die Ostpreußen in Einigkeit und Beharrlichkeit für ihre Heimat, für Ostpreußen und die Bewahrung und die Zukunft seiner Geschichte und Kultur eintreten und für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in Europa. Geben wir Ostpreußen eine Zukunft. Gott schütze Ostpreußen.